Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Play mit einem Replay von TGB Gamma. Warum denn Gamma? Naja, in dem Fall ist es scheinbar so. Gespielt einen T69, habe ich auch schon lange nicht mehr gezeigt, auf der Karte Kloster. Hat hier natürlich den schönen und feinen Vorteil, er ist das Top-Tier. Ja, da sind wir nochmal sehr gespannt, was er hier so reißen wird. Da gucken wir auf jeden Fall doch auch mal zu. Wir machen auch mal die Minimap natürlich ein bisschen größer. Auch das ist notwendig. Er fährt scheinbar direkt in die Mitte. Ja, mit einem Medium wird das natürlich gerne gemacht. Muss natürlich aufpassen, dass er hier nicht einen gegen krassen Konter bekommt, aber... Ja, fahrt erstmal auf den stehenden Panzer und spottet hier erstmal die Mitte. Schön am T69, er hat eigentlich einen vernünftigen Gun Depression, was man hier auch sieht. Die anderen beiden, der Aal und der T29, kuscheln da. Nein, der Suchscheinwerfer, der tut dir nichts. Ist ihm wahrscheinlich das erste Mal gerade aufgefallen. Wobei, ich muss auch gestehen, mir auch. Habe ich da noch nie so wirklich wahrgenommen. So, jetzt hat er beschlossen, den Weg lässt er aus. Dafür fahrt er hier unten in die Stadt. Wird immer gerne und immer mehr bespielt. Eine Zeit lang sehr sträflich missachtet, diese Stadt hier. Und plötzlich, irgendwann hat sie ein Revival gefeiert. Und besonders hier mit dem Busch, den er da vorne hat. Da kann er auch ein bisschen was anstellen. Weil der T-34... Den sollte aufmachen und dann auch beschießen können. In dem Fall kriegt er leider nichts auf. Sein Magazin wartet nur darauf, auf Gegner schießen zu dürfen. Auch eine ganz spannende Nummer. Er hat 32 Schuss normal dabei, aber 8 nochmal HE. Ich würde nur ein Magazin mitnehmen, das langt. So, jetzt hat er den Cheeto. Nummer 1 und Nummer 2 und weg ist er. So, jetzt ein bisschen zurück. Ne, er bleibt hier. Geht. Oh, nimmt nochmal die T-34, kriegt auch nochmal 2 Hits raus. Schießt doch. Jo, nice. Sehr schön. Magazin bestens ausgenutzt. 900 Schaden gemacht. So geht das. So, jetzt kommt oben dann der Chaffee. Oh. Okay, er kommt auch nicht. Ah, 1357. Der ist wohl das nächste Opfer. Auto-Aim. 1357 ist da jetzt in der Falle. Ah, erste Auto-Aim ging in den Boden. Zweite sitzt. Dritte passt auch. Und der 1357, der ist gebounced. So, und wieder ein Reload. Das ist so eine Feinheit bei den Reloadern. Man sollte immer gut die Nachladezeit und auch den Zeitpunkt gut wählen. Die Nachladezeit selber kann man ja nicht wirklich bestimmen, aber der Zeitpunkt ist teilweise essentiell. So, kommt er auf den Type drauf? Nee. Type lässt sich jetzt da droppen. Und dadurch, dass er sich droppen lässt und vielleicht noch ein Stück... Nein. Ja. Nein. Ah, er kriegt einfach keinen Schuss drauf. Da fehlt so halt so wenig. Unglaublich. 4:6 gerade. Jetzt wird auch schon gekappt. St. Emil steht... Ne, ES, Entschuldigung. St. Emil ist ja falsche Base. Der ES steht gerade drin, geht auf den KV. Er hofft hier weiterhin, dass der Type 58 sich bewegt, aber das tut er scheinbar nicht. Doch, da ist jetzt der Feldbaum. Jetzt ist fix, wo ist er denn? Da ist er ja. So, endlich. Zweiter. Schade, dass er ihn nicht rausnehmen konnte. Hat ein Hit gefehlt. Nur noch 2 Schuss im Magazin. Jetzt guckt er mal Richtung ES, ob er da was findet, aber man sieht, er steht nicht im Cap, es gibt keinen Counter und er blöppt dann da links auf. Ne, er kommt da nicht drauf. Und so, da der VK. Jetzt ist er im Reload.
Das ist natürlich der Zeitpunkt, wo es ärgerlich ist, aber irgendwann muss man ja nachladen. Ja, so. T29 nimmt den raus und jetzt hat er hier einen KV3. Und der zeigt ihm wunderbar die Seite. Besser geht's gar nicht. Da kann er eigentlich meines Erachtens das ganze Magazin rauspratzen. Und genau, und direkt wieder nachladen. Ich denke mal, da hat er ein paar gute Treffer landen dürfen. Und mittlerweile steht es 9:8 für sein Team. Und auch hier bewahrheitet sich mal wieder, dass wer die Mitte hat, hat einfach mehr die Kontrolle, wie bei vielen anderen Karten in dem Spiel auch. Ist es einfach so, es gibt erhabene Punkte, die sollte man einnehmen, dann macht es es zumindest leichter. So, jetzt will er da wohl auf den T32 gehen, der den Aufklärerpanther da ordentlich unter Druck setzt, aber da hat er ihn gleich und kann da unterstützend wirken. Jetzt muss er ihn noch finden. Aufklärerpanther bittet schon um Hilfe, aber gibt schon das Affirmative oder das Verstanden in dem Fall. Aber er ist weg. Spurlos verschwunden. Ein Fall schon fast für Navy CIS. Ich sehe es schon vor mir, wie Gibbs kommt und die Spur aufdeckt. Oder Horatio Kane und seine Sonnenbrille abnimmt. Highlight-Szene der Filmkultur. Da ist er doch. So, zack. Zack. Ja, das ist einfach schön. Ist halt auch ein schöner, schneller Reload, den er zwischen den Schüssen hat. Und damit hat er jetzt einfach mal seinen Damage-Counter auf 2,7 erhöht. Und wie gesagt, ich bin mir ganz sicher, dass der KV3 auch schon was eingesteckt hat. Jetzt prallt auch noch der T32 oben am Deckel ab. Jetzt ist der T69 wirklich nicht hart gepanzert, aber da zu treffen ist eine Kunst. KV3 ist drüben offen und der hat noch 900. So, jetzt wird er sich mal ranpirschen. Mittlerweile wieder 10:11 für den Gegner. Also es geht hier Schlag auf Schlag, was den Spielstand angeht. So, jetzt pirscht er sich langsam aber sicher an den KV3 von hinten ran. Mit Glück kriegt er den sogar mit einem Magazin raus, aber da muss auf jeden Fall jeder sitzen. Jetzt kriegt er definitiv mit einem Magazin raus. Braucht doch nicht mehr jeder sitzen. So. Auto-Aim, zack, Nummer 1. Und jetzt ohne Auto-Aim. Ne, so nicht. Aber du hast noch genug Zeit. Jetzt aber. Der ist schön. Der sitzt genau. 11:11. 3 Kills aktuell. 4 sind theoretisch noch möglich. Das heißt, theoretisch wären es noch 7 Kills. Arti hält sogar auf ihn drauf. Beeindruckt ihn aber nicht. Also, was ich wirklich anderes sagen, Top Gun ist noch machbar. Aber ist natürlich ein wenig schwierig. Auch gerade, weil sein Team ziemlich betrümmelt ist. Der T29 8 HP, Aufklärer Panther 410 ist auch nicht mehr viel, gerade für den Scout. Und die FV-Arti ist natürlich eh so oder so ein One-Shot. Da ist Nason gerade aufgeploppt. Nason hat den T29 rausgenommen, musste aber dabei selber ein bisschen HP einstecken. Oder in dem Fall eher verteilen. Jetzt fährt er wohl an das Nason von hinten ran, aber der Aufklärerpanther macht es in dem Augenblick selbst. Und ich denke mal, der T69, der TGB Gamma, wird jetzt hier die Arti mal suchen. Die Arti nimmt jetzt auch noch den Aufklärerpanther raus und... Oh, was ist denn da? Der T34. Auto-Aim auf den T34 ging leider nicht durch. Wäre schön und wichtig gewesen. Hat aber gar nicht mehr so viel HP. Das ist schon mal auf jeden Fall ein Riesenvorteil. So. Was macht er jetzt? Ich habe mir schon gedacht, der kennt hier irgendeinen neuen Weg, den ich nicht kenne, aber nee, da geht es erstmal in erster Instanz nicht weiter. Arti signalisiert erst drauf auf J5. Aber T34 ist weg, gibt's doch nicht.
Gegnerische Arti ist auch nicht offen. Da ist er doch. Auto-Aim, das ist mutig. Aber nimmt ihn damit raus. So, jetzt ist noch der IS und die Arti am Leben. Er könnte wirklich theoretisch noch den Krieger machen. Er braucht nur beide Kills. Nur beide Kills, ist gut gesagt. So, jetzt die Frage, was macht er? Da ist die Arti, da ist die Arti, da ist die Arti, da ist die Arti. Nein, daneben. Oh, Arti verschießt, schön. Oh, IS. Jetzt geht er folgerichtig auf den IS. Viel wichtiger, als er jetzt auf die Arti zu gehen. Aber, naja, vielleicht doch mal rausnehmen, weil die nimmt ansonsten übel Lauf. Und jetzt schön umfahren, genau, dass der IS hier gar nicht erst rankommt. Weil jetzt ein Face-Off schafft er nicht. Da ist einfach der Reload gerade das Problem. Sobald er aber nachgeladen hat, kann er ihn rausklippen. Arti dürfte aber ruhig auch mal einen Schuss treffen. Das macht es ihm auf jeden Fall leichter. Aber jetzt hat er hier den Vorteil, dass er die Arti noch im Rücken hat. Der IS nicht. Der IS unterlässt jetzt aber auch, da hinterher zu jagen. Hat er gerade eben noch versucht. Und jetzt spielt er hier ein bisschen mehr Arti safe. Aber wobei, jetzt war es das mit dem Arti safe. Kritischer Treffer. Jetzt ist es auch schon wieder nicht mehr möglich, ihn mit einem Clip rauszunehmen. Wie gesagt, sofern die Arti mal treffen sollte. Er lädt auch direkt wieder nach. Jetzt hat die Arti getroffen. Jetzt wird es sogar mit 3 Schüssen möglich sein. Deswegen ist die FV-Arti einfach so unglaublich nervig. So, jetzt kommt er rum. Jetzt hat er nachgeladen und jetzt müsste er es machen. Die IS trifft zwar noch einmal, aber er nimmt ihn raus. Braucht 2 Hits, weil die Arti auch nochmal getroffen hat. Damit macht er sogar seinen Krieger klar. Und am Ende hat er ganze 4736 Schaden gemacht. Sehr schönes Panzerass, sehr gute Runde. Zeigt den T69 in par excellence. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir auf jeden Fall. Ich wünsche euch alles Gute. Euer Horatio Kane wünscht euch auch alles Gute. Bis bald, euer Alcaramba.